Verdammte Scheiße! Du, Mark, ich glaube, ich habe da gerade was gehört. Was ist denn das da? Interessant. Was könnte das sein? Müssen wir das dem Boss melden? Ich glaube, das interessiert ihn. Da bin ich mir sogar sicher. Wenn wir ihm das sagen, schlägt er uns bestimmt wieder. Könnte durchaus möglich sein. Nie seid ihr da, wenn man euch braucht. Du Boss, wir haben da was Interessantes für dich entdeckt. Das ist mir scheißegal. Statt mir zu helfen, steht ihr da rum. Boss, das Ding kam von Himmel. Ich bin mir sicher. Das ist mir scheißegal. Geht in Deckung. Verdammte Scheiße. Sollen wir dir helfen, Boss? Halt's Maul, ich schaff das. Aber jetzt ist die Luft raus. Du Boss, hier fliegt ein halber Körper. Ja, schön, dass ihr ihn sehen könnt. Verstehst du, was er sagt? Ich würde sagen, rein ins Haus. Bewaffnen und wieder raus? Ganz genau. Nichts wie weg. Scheiße! Also ich weiß nicht. Bist du sicher? Doch, wir machen's wie immer. Mach mir einfach nach. Ha! Und jetzt du, komm! Du sollst doch nicht immer so viel Anlauf nehmen. Was treibt ihr denn da? Halte durch, Boss, wir holen dich da raus. Alter, wie hast du das denn hingekriegt? Bitte nicht bewegen, sonst treffen wir nicht.
Reichweite und bewegt sich nicht. Rumkugel 1, Feuer auf mein Zeichen. 3, 2, 1, Feuer! Haben immer noch Sichtkontakt. Ziel ist nicht zerstört. Ich wiederhole, Ziel ist nicht zerstört. Murat, dein Handy klingelt. Over. Ja, wer ist denn da? Zuerst werde ich euch hängen. Und dann werde ich euch auspeitschen. Das war mein Haus! Das war der Boss. Der ist tierisch sauer. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Ich drücke jetzt einfach diesen Knopf hier. Nein, das ist der... Schleuder sitzt auf meiner Seite. Over. Verdammt, was soll ich jetzt machen? Ich bin jetzt alleine. Mit dir teile ich nie wieder meine Beute. Und jetzt bring dich in Sicherheit. So, jetzt reicht's mir. So, gleich platzt mir der Arsch. Wenn ich hier rauskomme, dann reiß ich euch die Eier ab. Rennt schon mal um euer Leben. Mein Haus macht man nur einmal platt. Da fliegt ja wirklich ein halber Körper. So, Alter, jetzt teile ich dich durch fünf. Mach doch, was du willst. Länger hätte ich sowieso nicht gewartet. Noch ein Stück weiter runter, damit das Ziel getroffen wird. Das weiß ich selber, blöder Computer. Ich wollte nur mal cool rüberkommen. Zeit.
Glas Wasser, Hundepizza und ein Fernseher. Mein Haus macht man nur einmal platt. So wie er ins Mikrofon spricht. Du alles ruft. Hast du? Mein Haus macht man nur einmal platt. Ihr fällt dir dazu? Ja. Mein Haus macht man nur einmal platt. Wasser. Nur ein Glas Wasser. Und eine Pizza. Das schlägt er uns bestimmt wieder. Was kommt? Das schlägt er uns bestimmt wieder. Wenn wir ihm das sagen, schlägt er uns bestimmt wieder. Wenn wir ihm das sagen, schlägt er uns bestimmt wieder. Du sollst immer so viel Anlauf nehmen. Du sollst doch nicht immer so viel Anlauf nehmen. Ich richte mich auf. Genau. Wie mache ich denn das? Nee. Das muss ich erstmal überlegen. Ah, ja, haut hin. Ja, warum haben wir das jetzt nur genommen? Ja, ist gut, das war der Test. Jetzt machen wir abends. Christian, der Wurm ist draußen. Du kannst aufhören zu drücken. Da hat ihr lange genug. Nimm mal an. Das ist peinlich, hab ich gehört. Hab ich zufälligerweise ein grünes Gesicht dabei, wenn ich aus den Trümmern auftauche? Nee, nee. Ich bin ja beruhigt. Darf ich so machen, ja? So überrascht, also. Ja. Da fliegt ja wirklich ein halber Körper. Oh, da fliegt ja wirklich ein halber Körper. Du Boss, hier fliegt ein halber Körper. Du Boss, hier fliegt ein halber Körper.
Feuer, du blöde Kamera! Kick nicht so blöde, hol mich lieber hier raus!